dem vielfachen Wunsch entsprochen werden, Klimaschutzprojekte vor Ort zu fördern. Doch nicht alles, was eben schwarz aussieht, ist auch automatisch gut. Deswegen wollen wir heute genauer hinschauen und stellen uns die Fragen: Ist Pflanzenkohle gleich Pflanzenkohle? Welche Voraussetzungen müssen für einen Klimanutzen erfüllt sein? Wie kann Qualität sichergestellt werden? Und was hat es mit dem Wunderversprechen von Terra Preta auf sich? Ja, dazu hören wir jetzt gleich zunächst einen Fachvortrag von Frau Dr. Susanne Weser. Sie ist die erste Vorsitzende des Fachverbands Pflanzenkohle, der 2017 gegründet wurde und die Anwendung von Pflanzenkohle als Klimaschutzbeitrag fördern möchte. Als Bauingenieurin ist sie außerdem seit 2015 Niederlassungsleiterin bei der Björnsen Beratenden Ingenieure GmbH sowie Fachbereichsleiterin des Stoffstrommanagements. Genau, vielen Dank, dass Sie heute da sind, Frau Weser. Im Anschluss daran hören wir dann einen Vortrag von Dr. Hannes Junginger-Gestrich. Er hat seit vielen Jahren in der Finanzindustrie gearbeitet als Risikomanager, Auditor und Berater. Zuletzt leitete er die Risk Management Gruppe einer mittelgroßen Schweizer Bank. Er hat einen Doktortitel in Mathematik von der Universität Freiburg und widmet sich nun als Gründer und Geschäftsführer von Carbon Future leidenschaftlich dem Klimaschutz. Ja, vielen Dank auch an Sie, dass Sie beide hier da sind und sich die Zeit nehmen, uns heute mehr über das Thema Pflanzenkohle zu erzählen. Jetzt starten wir aber erstmal ganz kurz mit Andrea Kostowski, unserer Kampagnenleiterin, die uns ein bisschen was über die Klimawette erzählt und über ein paar spannende Updates informiert. Los geht's! Vielen lieben Dank, Marlene, für die schöne Einführung. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Dann super. Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem Vortrag. Ich bin selber auch sehr gespannt auf die beiden Vorträge unserer Gastredner und Gastrednerinnen und möchte Sie jetzt aber erst einmal über unsere Klimawette informieren. Für alle die, die uns schon kennen, können sich an der Stelle einmal zurücklehnen und alle weiteren können einmal gespannt zuhören, was wir mit unserer Klimawette vorhaben. Wie Sie ja wahrscheinlich heute schon mitgekriegt haben, wurde das Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig erklärt. Das war, glaube ich, für viele Umweltschutzverbände ein großer Erfolg. Natürlich nicht, dass es verfassungswidrig ist, aber dass es einfach zeigt, dass wir Klimaschutz ernst nehmen müssen, dass wir das Gesetz nachbessern müssen, denn es geht uns alle um eines, eine lebenswerte und vor allem enkeltaugliche Zukunft. Die Klimawette setzt genau an dem Erfolg von Fridays for Future an, denn die haben damals 2019 über 1 Million Menschen auf die Straßen gebracht, die für besseren Klimaschutz demonstrierten. Es ist auch viel passiert, aber aufgrund von Corona haben wir alle eine Art Bremse widerfahren, was den Klimaschutz anbelangt. Und so hat sich die Klimawette als Hauptaufgabe in diesem Jahr die Klimakonferenz in Glasgow zugerichtet. Und zwar ist das Ziel oder die Aufgabe, die wir kollektiv erfüllen möchten, 1 Million Menschen zu gewinnen, die eine Tonne CO2 oder mehr pro Kopf einsparen, indem sie eine freiwillige Kompensation tätigen oder eben auch über eigene CO2-Einsparmaßnahmen. Und die große politische Botschaft, die wir kollektiv nach Glasgow tragen möchten, ist vor allem mehr machen, mehr Klimaschutz, mehr effektive Maßnahmen. Und das ist uns vor allem sehr wichtig, dass dort auch alle Parteien an einem gleichen Strang ziehen, also alle Staaten, Unternehmen, aber eben auch wir Bürger und Bürgerinnen. Aktuell haben wir um die 3.700 TeilnehmerInnen, haben damit schon 6.500 Tonnen CO2 vermeiden können und haben noch gut 180 Tage bis zur UN-Klimakonferenz. Wer steht hinter der Klimawette? Das ist zum einen der Verein 3 fürs Klima, der letztes Jahr im Februar gegründet wurde. Als Schirmherr unterstützt uns der Präsident des Umweltbundesamtes, Professor Dirk Messner. Wir haben einen renommierten Fachbeirat mit an Bord, der uns unterstützt bei der Klimawette und freuen uns auch sehr über die große Zahl der KooperationspartnerInnen, die wir bisher aufbauen konnten. Von Unternehmensverbänden über Umweltschutzverbände, German Zero, verschiedene Unternehmen, aber auch Initiativen, die mit dabei sind. Die Klimawette läuft ja jetzt seit September. Wir haben einige Bausteine mittlerweile initiiert, um auch die Teilnehmerinnen immer wieder zurück zur Webseite zu locken, weil wir möchten ja auch, dass es nicht eine einmalige Aktion ist, sondern dass die Klimawette Spaß macht und vor allem eins sich weiterträgt. Deswegen haben wir jetzt in diesem Jahr das CO2-Battle initiiert. Dort kann jeder teilnehmen, der bei der Klimawette aktiv eine freiwillige Kompensation getätigt hat. Man bekommt einen individualisierten Link, den man dann an seine Bekannten oder an sein Netzwerk schickt. Und wer darüber teilnimmt, wird einem direkt zugerechnet als Verbündeter im Kampf, um die Weltherrschaft des CO2s zu verhindern.
Darüber hinaus ist die Klimawette ja auch, hat es einen sportlichen Charakter. Dementsprechend möchten wir gerne, dass auch die Städte und Kommunen schauen können, wo stehen sie eigentlich. Also alle Teilnehmer, die bei der Klimawette dabei sind, leben ja an einem Ort und sie möchten bestimmt auch wissen, ob sie die einzigen sind, die bei der Klimawette teil sind oder ob schon weitere mit an Bord sind. Darüber hinaus können auch Unternehmen sich bei der Klimawette engagieren, denn wir alle freuen uns bei sportlichen Aktivitäten über den Anfeuerungsapplaus. Wenn also Unternehmen sagen, wir glauben an euch, dass ihr es schafft, die Millionen zu knacken, dann legen wir als Unternehmen nochmal eine Tonne pro Mitarbeiter obendrauf, als Jackpot quasi. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt diesen Jackpot mit einzahlen möchte, dann wird der fällig, wenn wir die Millionen für Glasgow gewonnen haben. Hier sehen Sie schon ein paar Unternehmen, die dabei sind. Wenn Sie nach der Veranstaltung Lust haben, auch Teil dieses Jackpots zu werden, können Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Ja, jetzt am 5. Mai ist ja der Deutsche Erdüberlastungstag. An dem Tag starten wir zusammen mit dem CO2-Kompass auch die kommunalen Klimawetten. Was das bedeutet, es ist ja eigentlich auch möglich, dass wir die 1 Million aufteilen und zwar in die Anteile der Städte oder der Kommunen zu der Million. Beziehungsweise haben wir uns jetzt überlegt, dass wir Kommunen auffordern, eigene Klimawetten zu initiieren mit der Idee 1,5% im Sinne von 1,5 Grad der Bevölkerung zu gewinnen, an der Klimawette teilzunehmen und so ein starkes Signal kollektiv nach Glasgow zu senden. Hier sieht man auch den CO2-Avatar, das ist dann der Maßnahmenkatalog, wo man im Endeffekt als Privatperson sich seinen eigenen CO2-Sparplan erstellen kann und den auch täglich bzw. ja, sich daran orientieren kann, einzusparen. Jetzt heute, passend zu unserem Vortrag, den hören wir nachher auch noch von Herrn Hannes Jünginger-Gestrich, ist Carbon Future jetzt mit dabei als Pflanzenkohleprojekt neu bei uns bei den Klimaschutzprojekten. Also wer nach dem Vortrag Lust hat, Pflanzenkohle mitzufördern, der ist herzlich eingeladen, auf unserer Webseite sich zu informieren. Soviel zum Thema Klimawette. Jetzt würde ich das Wort an Frau Dr. Weser übergeben, die jetzt einen Vortrag zum Thema Pflanzenkohle halten wird. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Andrea und liebe Marlene für die freundliche Vorstellung. Jetzt bin ich gespannt, ob ich mit meinen Folien dazu beitragen kann, dass die Lust darauf, Pflanzenkohle zu unterstützen oder auch zu nutzen, um eben auch diesen Klimabeitrag zu leisten, ob ich diese Lust ein bisschen anregen kann. Die Folien. Ja. Die gibst du noch frei, gell? Danke dir. Schön, dann kann es auch losgehen. Ja, mit Pflanzenkohle Böden heilen, Ernährungswende schaffen und das Klima retten mit einem Fragezeichen versehen. Das ist gerade unsere große Herausforderung, der wir uns jetzt auch hier jetzt erstmal mit dem Vortrag stellen wollen. Bitte weiter. Ich habe eine kleine Agenda vorbereitet. Also die Vorstellung von mir hat ja die Marlene schon übernommen. Die können wir dann nachher lustig überspringen. Aber es geht darum, Pflanzenkohle, was ist denn das überhaupt? Wie kann man sie richtig anwenden, dass sie auch tatsächlich ihr positives Potenzial entfalten kann? Und was haben wir schon für Erfolgsgeschichten? Da habe ich jetzt nur zwei exemplarisch mitgebracht, aber ja, kann da gerne auch mehr dazu erzählen. Bitte gerne weiter, das können wir überspringen. Ja, wir fangen leider an mit dieser Herausforderung, der sich ja auch die Klimawette stellt. Wir haben eine echte Herausforderung, wenn wir das Ziel von Paris einhalten wollen, dürfen wir nicht mehr als 800 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Auch wenn wir noch üppigst fossile Ressourcen haben, sollten wir die tunlichst im Boden lassen. Weiter bitte. Ja, aber es nützt nichts, alleine die fossilen Energieträger im Boden zu lassen, sondern wir müssen auch wieder aktiv dekarbonisieren, das heißt der Atmosphäre CO2 entziehen und dieses fest im Boden an der Erde zu verankern, ob das jetzt eben im Boden ist oder in Baustoffen, wie die Marlene vorher schon angerissen hat. Ja, und hauen wir noch mehr CO2 raus, ja, also reduzieren nicht ausreichend, ist es natürlich fraglich, ob wir das machen können. Also 800 Gigatonnen CO2 ist sportlich, aber es wäre machbar. Das bedeutet aber, dass wir dringend alle jetzt uns am Näschen packen müssen und unsere Emissionen auch reduzieren müssen. Und gleichzeitig dann trotzdem
zu sequestrieren. Weiter bitte. Momentan gibt es für diese negativen Emissionen, also für die Dekarbonisierung, eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie wir das vernünftig machen können. Alle anderen Methoden, die gerade diskutiert werden, sind doch noch sehr abenteuerlich und verursachen teilweise mehr CO2, als dass man damit rausholen kann. Und diese drei Methoden sind einerseits die Auf- und Wiederaufforstung. Auf der anderen Seite natürlich die Kohlenstoffspeicherung in Böden über den Humusaufbau und dazwischen steht eben die Pflanzenkohle. Die Pflanzenkohle, auch Pyrogenic Carbon Capture and Storage, kurz PYCS genannt, ist im Grunde genommen letztendlich die Methode, die sowohl hilft, die Auf- und Wiederaufforstung weiter voranzutreiben und auf der anderen Seite den Humusaufbau im Boden auch noch mit anzuregen, zusätzlich zu dem eigenen Sequestrierungspotenzial. Deshalb müssen wir unbedingt einen Schulterschluss von diesen drei Methoden erreichen, die sich einfach gegenseitig positiv dann auch befruchten. Weiter bitte. Ja, Pflanzenkohle, was ist jetzt das genau? Die Marlene hat es vorher schon erwähnt, wir kennen es alle aus der Holzkohle. Sie heißt Pflanzenkohle, weil wir eben nicht nur Holz hernehmen können, um diese bei Temperaturen zwischen 400 und 800 Grad und kaum Sauerstoffeintrag letztendlich zu karbonisieren. Das bedeutet, die pflanzlichen Reststoffe, also wir nutzen am liebsten einfach biogene Abfälle und Reststoffe, die werden bei diesen Temperaturen, werden sämtlichen leichtflüchtigen Bestandteile in eine Form von Synthesegas gebracht. Das wird ausgetrieben aus dem festen Bestandteil und direkt im Prozess dann auch nachverbrannt, sodass eigentlich nur noch dieser schwarze Kohlenstoff aus dem Kohlenstoffgerüst übrig bleibt. Und diese schwarzen Partikel, die sind eben genau das, was wir nehmen können, um diesen Kohlenstoff, den die Pflanze vorher aus der Atmosphäre genommen hat, über die CO2-Veratmung dann fest speichern können. Dabei fällt Energie ab, also das ist auch ein Missverständnis, dass man sagt, ja, braucht man da nicht unglaublich viel Energie? Nein, wir brauchen natürlich keine Energie. Das ist wie wenn ich frage, wie viel Energie brauche ich, um ein Lagerfeuer zu entzünden? Die Energie kommt natürlich aus dieser Biomasse, die wir einsetzen. Ne? Und wenn wir die Kohle dann letztendlich in den Boden einbringen, dann verbessert sie nicht nur die Eigenschaften, sondern erhöht auch die Pflanzengesundheit, weil sie eben auch ein sehr, sehr gutes Mittel ist in der Tierfütterung, also auch dort die Tiergesundheit erhält, besteht da die Möglichkeit, über eine Kaskadennutzung letztendlich die Kohle über das Tier letztendlich in den Boden einzubringen. Ist sie dort erstmal gelandet, dann dient sie auch gleichzeitig zum Grundwasserschutz, weil die Nährstoffe, die sich an die Kohle angelagert haben, dann auch nicht mehr ausgewaschen werden können beim Regen. Und es gibt noch viele weitere positive Anwendungsmöglichkeiten, ob das jetzt Filterungsprozesse sind und. Es würde jetzt zu weit führen, die jetzt hier alle aufzuzählen, aber können wir vielleicht nachher auch beantworten. Weiter bitte. Ja, wie das genau, warum das so funktioniert, das sieht man hier an diesem Kohlenstoffkreislauf, der hier aufgezeichnet ist. Also normalerweise der Baum oder die Pflanze entnimmt CO2 aus der Atmosphäre. Das ist unser bester Entnahmefilter. Da gibt es noch nichts Besseres, was die Natur da übertrumpft in dieser Fähigkeit. Und baut dann letztendlich den Kohlenstoff ein in sein Baugerüst und atmet Sauerstoff aus, den wir dann wieder einatmen können. Und damit letztendlich wird der Kohlenstoff entnommen. Wenn wir dann aber verbrennen, dann letztendlich wird dieses CO2 wieder freigesetzt, geht an die Atmosphäre. Man sagt, das ist dann CO2-neutral, weil es ein Nullsummenspiel ist. Ganz CO2-neutral ist es sicher nicht, weil wir natürlich auch Transportkosten, das ganze Werkzeug, was genutzt wird, um auch das Holz zu ernten und so weiter, da mitrechnen, berücksichtigen müssen. Da wird aber Hannes nachher sicher noch mehr dazu berichten können. Noch einen Teller. Oh,
Das war jetzt das Facebook-Gespräch, Entschuldigung. Lasse ich mich jetzt nicht weiter mehr irritieren. Also, und wie gesagt, wenn wir, jetzt nur noch mal eine Folie zurück, wenn wir letztendlich dann diese Pflanzen, diesen Kohlenstoff, ja, der sich im Baum, im Holz befindet, dann nicht verbrennen, sondern karbonisieren, dann geht nur ein gewisser Teil aus der Prozessenergie wieder an die Atmosphäre zurück, aber 20-30% des Kohlenstoffs, das die Pflanze vorher aus der Atmosphäre genommen hat, die bleibt uns fest erhalten in der Hand. Jetzt gerne weiter. Und wie die Marlene vorher auch schon erwähnt hat, es gibt gute Kohlen und es gibt allerdings auch nicht so gute Kohlen. Also nicht alles, was schwarz ist, ist auch eine gute Kohle, die wir gerne in den Boden einbringen wollen. Das hängt davon ab, welche Ausgangsmaterialien wir nutzen, welche Biomassen, mit welcher Temperatur wir arbeiten und welche Anlagentechnik eingesetzt wird. Weil das nicht jeder reingucken kann in die Kohlen, gibt es eben das Zertifizierungsorgan, das European Biochar Certificate. Das ist schon vor, ja, 10 Jahren entwickelt worden, als die Idee der Pflanzenkohlenutzung im größeren Stil erst entwickelt wurde, also bevor irgendwelche industriellen Interessen dabei waren. Bitte weiter. Und so kam es denn auch, dass dieses EBC von den Wissenschaftlern, die da beteiligt waren in dem Erstellen dieser Grundlagen, da wirklich auch sehr sauber gearbeitet haben und die Kriterien sehr ordentlich aufgestellt haben, weil es geht eben auch um eine nachhaltige Beschaffung und Produktion der Biomassen. Also man will da keine Nutzungskonkurrenz erreichen oder in irgendwelchen Contests sonst treten mit anderen vernünftigen Nutzungen, dann geht es darum, dass man auch eine energieeffiziente und abgasarme Pyrolysetechnik einsetzt. Ja. Wir wollen ja nicht mehr Schaden nach außen bringen, sondern wir wollen tatsächlich nutzen. Und dann geht es natürlich auch um die originäre Pflanzenkohlecharakterisierung mit den verschiedenen Schlüsselparametern, wie zum Beispiel das H-zu-C-Verhältnis, das uns sagt, wie stabil ist die Kohle tatsächlich im Boden, und die Qualität, das heißt eben, dass wir keine Schadstoffbelastung haben oder hier auch im Boden einbringen wollen. Das wird oftmals auch vorgeworfen, dass wir hier Schadstoffsenken produzieren wollen. Das ist natürlich Blödsinn. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, erstmal einen Schadstoff produzieren und den dann im Boden bringen? Nein, man will natürlich tatsächlich ein Hilfsmaterial produzieren, das sowohl dem Klima als auch unseren deutlich überlasteten Böden dann zur Seite steht. Und last but not least ist natürlich das Thema Arbeitsschutz, faire Arbeitsbedingungen bei der Produktion und Anwendung ganz elementar, wird ja gerne mal vergessen. Weiter bitte. Ja, und was macht die Kohle so wertvoll? Das ist tatsächlich diese riesige Oberfläche, die sie prädestiniert für eine sehr gute Adsorption eben von Nährstoffen aller Art. Und damit dient sie einfach auch gerade in Regionen, wo wir zu viele Nährstoffe zur Verfügung haben aus Massentierhaltungen. Nicht, dass wir das Prinzip weiter aufrechterhalten wollen der Massentierhaltung, aber solange es da ist und die Nährstoffe en masse anfallen, kann die Kohle helfen, wenn sie mit der Gülle vermengt wird, dass einfach diese Nährstoffe an der Kohle hängen bleiben und nicht ins Grundwasser ausgewaschen werden. Das ist aktiver Grundwasserschutz. Na, sollte sich auch unsere Bundesregierung noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen, weil uns ja aufgrund der Nitratproblematik immer noch diese Strafzahlungen von der EU-Seite drohen. Ja. Dann hat man auch herausgefunden, dass die Nährstoffe, die dann auf der Kohle sitzen, deutlich eine bessere Pflanzenverfügbarkeit haben. Ja. Das mag mit diesem Zusammenspiel mit den Mikroorganismen zusammenhängen, die sich auch sehr gerne auf diese Kohle setzen. Das ist einfach ein schönes Häuschen wohl, auf dem sich es gut vespern lässt. In diesen Höhlen, die in der Kohle drin sind, das ist wie eine Honigwabe, da haben wir tatsächlich Räume, wo sich die Wassermoleküle wohlfühlen, hier reinsetzen können, und die bleiben da sitzen, bis sie abgeholt werden, eben von den Pflanzwurzeln. Das heißt,
Wir schaffen das, dass wenn ein starker Regenguss kommt, wenn wir die Kohle im Boden haben, dass ein Großteil dieses Wassers dann auch im Boden bleibt. Gerade bei sandigen Böden ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo es sonst einfach nur durchrauscht und gar nicht mehr zur Verfügung steht, das viele Wasser. So können wir letztendlich auch Pflanzen vor Trockenstress dann schützen, wenn dann wieder wochenlang überhaupt nichts mehr regnet. Ja? Also das ist halt das, was mit diesen steigenden Temperaturen, die wir zwar tunlichst vermeiden wollen, aber ja, wo wir uns einfach schon im Prozess befinden, mit dem wir arbeiten müssen, mit dem wir umgehen lernen müssen. Und auch da kann uns die Pflanzenkohle einen sehr, sehr guten Dienst leisten, dass wir mit dem umgehen können. Und weil sie eben als Adsorber für Giftstoffe bei Mensch und Tier schon seit Jahrtausenden bekannt ist, können wir tatsächlich auch diesen Doppelnutzen haben, gerade für die Landwirte, dass sie den Tieren die Kohle zufüttern und somit einfach auch die Menge an Antibiotika-Zugabe deutlich reduzieren können. Das kommt natürlich auch wieder beim Verbraucher an. Also nicht nur den Tieren geht es besser, die haben einfach auch schönere Bedingungen. Jetzt letztendlich, wenn ich es auch als Stalleinstreu zum Beispiel nutze, dann werden Gerüche adsorbiert, der Boden ist trockener. Also es ist gut für die Hufe, für überhaupt fürs Klima. Und wenn die Tiere die Kohle fressen, hat man auch festgestellt, es scheint ihnen auch gut vom Gemüt zu bekommen. Es ist mit Sicherheit kein Sedativ, aber irgendwie gibt es ihnen wohl mehr Kraft, ihr Los auszuhalten, wie auch immer. Wie ich vorher gesagt habe, durch dieses H-zu-C-Verhältnis, wo wir sehen können, wie stabil die Kohle ist, wenn das passt nach EBC, dann können wir davon ausgehen, dass die Kohle 2000 Jahre und mehr dann auch im Boden bleibt, ohne sich abzubauen, also signifikant abzubauen. Wir haben eine kleine Abbaurate, die aber von Jahr zu Jahr geringer wird. Gerade in der ukrainischen Schwarzerde haben wir Kohlen datiert, also da ist der pyrogene Kohlenstoffanteil liegt zwischen 10% und 40%, gelten ja auch als die fruchtbarsten Erden der Welt. Da haben wir Datierungen von bis zu 8000 Jahren von diesem Kohlenstoff. Das ist also wirklich eine lange Senke. Weiter bitte. Ja, und dann gibt es ja diesen Begriff in Englischen Biochar, ganz klar, das ist dann die Pflanzenkohle, aber in Deutschland wurde das übersetzt in eine Biokohle. Ja, ist klar, Biochar, Biokohle liegt nahe. Biokohle sagen aber auch Menschen, die mit HTC, also hydrothermaler Karbonisierung, Kohle herstellen. Das heißt, da könnte man meinen, das ist dasselbe. Aber wenn wir hier jetzt gucken auf diese zwei Tabellen, dann sieht man, das ist komplett konträr. Also konträrer geht es eigentlich gar nicht. Das Einzige, was die zwei Stoffe gemeinsam haben, ist, dass sie schwarz sind. Also die Herstellungsprozesse, das ist vielleicht jetzt ein bisschen trocken für die meisten, aber das muss man sich einfach nochmal angucken, damit man das auch versteht. Was auf der nächsten Folie kommt, hier arbeiten wir in einem trockenen Bereich, wir sind über 300 Grad, wir haben letztendlich dann auch einen positiven Eintrag auf die Lebewesen im Boden. Hier entsteht diese Wabenstruktur in diesem feuchten Milieu, wo die HTC stattfindet, unter 250 Grad mit mehreren Bar Druck, ohne dass wir Energie noch als Nebenprodukt erzeugen, haben wir hier nur so Bläschen. Ja? Das hat nichts zu tun mit unserer Honigwabe. Hier kann sich weder Wasser einlagern, noch können sich hier die Nährstoffe vernünftig anlagern, sondern eher teilweise toxische Nebenprodukte aus diesem Bioprozess. Das finden die Regenwürmer im Boden gar nicht so lustig. Die springen dann davon. Das heißt, die Bodenwirkung ist eher negativ. Das heißt, man kann vielleicht aus diesen HTC-Kohlen irgendwas machen, aber mit Sicherheit keine Bodenverbesserung. Leider war das am Anfang der Pflanzenkohleforschung noch nicht so ganz klar. Da hat man dann gerne diese Kohlen einfach genommen und gemixt, auch in wissenschaftlichen Studien. Und deshalb haben wir dieses Kunstwort Pflanzenkohle dann einfach kreiert, um da eine bessere Abgrenzung einfach auch hinzubekommen. Ja. Deswegen, wenn jemand heute Biokohle sagt, sage ich immer, Moment, wir reden nicht über Biokohle, wir reden über Pflanzenkohle, ist ganz wichtig. Nächste Folie bitte. Ja, und wenn wir dann diese Pflanzenkohle haben, dann haben wir wirklich
nicht nur in der Landwirtschaft, aber vor allem dort sehr, sehr gute Möglichkeiten, diese einzusetzen. Das geht eben von der Biogasanlage über eben die Güllestabilisierung oder eben auch die direkte Bodenanwendung. Bitte weiter. Da profitiert die Landwirtschaft dann tatsächlich von einem deutlich reduzierten Düngerbedarf. Das könnte natürlich auch sein, dass genau dieser reduzierte Düngerbedarf so manche Industriezweige jetzt nicht unbedingt positiv stimmt für die Pflanzenkohleanwendung, aber das ist nur eine komische Vermutung. Also das kriegen wir natürlich nicht bestätigt. Die Kohle fördert das Bodenleben. Die unterstützt den Humusaufbau, also neben dem Kohlenstoff, den sie selber mitbringt, unterstützt sie die mikrobiellen Prozesse, die dann weiter am Humusaufbau beteiligt sind. Sie erhöht die Wasserspeicherkapazität, dient auch gleichzeitig dazu zum Hochwasserschutz. Und letztendlich, ja, Tierfutter habe ich schon gesagt, weniger Tierarztkosten, ein schön höheres Wohlbefinden von den Tieren im Stall. Das Grundwasser wird gestützt und ja, das ist jetzt in der Wissenschaft noch ein bisschen hin und her. Die einen sagen, ja, die Biogas-Gasausbeute kann gesteigert werden. Andere sagen, ja, wir haben keine signifikanten Effekte. Was auf jeden Fall passiert ist, wenn die Pflanzenkohle aus welchen Gründen auch immer in die Biogasanlage kommt, dann sorgt sie für stabilere Prozesse. Und das ist ja auch schon mal was wert. Nächste Folie bitte. Ja, aber die Kohle alleine, so wenn wir sie so in der Hand haben, nur auf den Acker werfen oder im Boden werfen, wird man leider enttäuscht sein. Das ist dann nicht das, was gut funktioniert. Wir müssen mit der richtig umgehen. Die Pflanzenkohle, die sollte man niemals pur einsetzen, sondern veredeln, nämlich mit Nährstoffbeigabe. Die Kohle, die braucht ihre Helfer, damit sie ihr volles Potenzial nutzt. Und diese Helfer sind eben Nährstoffe, die sind Mikroorganismen, das sind verschiedene Pilze und andere Bodenlebewesen, die wir da gerne mit der Kohle zusammenbringen. Nächste Folie bitte. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir diese Kohleanreicherung machen können. Die einfachste und bewährteste ist die Kokompostierung. Das hilft auch dem Kompostierungsprozess, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ja, weil meine Kompostierung ist ein altes Verfahren, aber es ist eben auch nicht ganz frei von Emissionen. Das muss man immer auch berücksichtigen. Und wenn wir hier die Kohle mit einsetzen, dann haben wir quasi auch schon letztendlich so viele Stoffe, die ansonsten reagieren könnten und zu Treibhausgasen werden können, dann schon wieder direkt an die Kohle gezogen, die da sitzen bleiben und darauf warten, letztendlich von der Pflanze sinnvoll genutzt zu werden. Bokaschieren ist auch eine Methode. Das ist ein Fermentationsprozess, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wir können einen normalen Standardflüssigdünger auftragen. Also deswegen ist es auch durchaus für die traditionelle Düngemittelindustrie vielleicht durchaus interessant, auch mal darüber nachzudenken, Kohle einzusetzen. Wir haben Experimente gemacht als Einstreu in Trockentoiletten. Wir haben in der Kleintierhaltung und in der Großtierhaltung mit Pflanzenkohle in der Einstreu gearbeitet. Da wird natürlich auch sofort der Nährstoff mit aufgetragen. Und man könnte natürlich auch spezielle Nutzpilze auftragen. Da gibt es in der Schweiz schon gute Ergebnisse, eben mit der Firma Microsolutions. Ja, eben also gerade die Mykorrhiza und Lithobionten, die dann auch in Steinmehl oder von Steinmehl gefüttert werden, die sind ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch gerade diese humusanregenden Prozesse haben. Weiter bitte. Ja, und dann heißt es ja, wie viel Kohle muss ich jetzt denn da auf den Acker werfen, dass ich da Effekte habe? Ist natürlich nicht sinnvoll, dass ich, also man kann das machen, ja, den ganzen Boden dann mit Kohle füllen oder über die Jahre, dass sich das anreichert, aber um schnelle Effekte mit wenig Kohleneinsatz zu haben, ist die Wurzelapplikation einfach ein sinnvolles Instrument. Hier auf diesen Bildern sieht man, wie in einem Projekt im Nepal vom Ithaca-Institut da die Praxis
Projekte gemacht wurden, durchgeführt wurden, wo wir nachher einfach nochmal sehen, dass das auch sehr, sehr, sehr gut gewirkt hat. Also wenn wir dann in diesem Wurzelbereich direkt applizieren, dann haben wir sie eigentlich da, wo die Pflanze sie auch am wichtigsten braucht. Nur beim, wenn wir säen, ist es besser, dass wir quasi zwischen die Kohleschicht nochmal eine kleine Erdschicht reinlegen, damit die Keimung nicht gehemmt werden kann. Wurde bei manchen Saatgut schon beobachtet. Also wie gesagt, Pflanzenkohle muss man verstehen, wie sie funktioniert und richtig anwenden und dann hat man auch gute Ergebnisse. Die nächste Folie bitte. Ja, das habe ich gerade gesagt, da können wir schon weitergehen und noch ganz kurz ein paar Erfolgsgeschichten zum Schluss. Und zwar die größte Erfolgsgeschichte, die ein bisschen so um die Welt ging oder zumindest in Europa, ist sicher die Stockholm-Biochar-Geschichte, wo Pflanzenkohle-Substrate eingesetzt wurden, gezielt, um Stadtbäume entweder wieder zum Leben zu erwecken oder am Leben zu erhalten. Das Projekt ist so toll angekommen und zeigt so erfolgreich, wie letztendlich die Vitalität der Pflanzen hier gesteigert werden konnten, dass in Stockholm jetzt eine Closed Loop Waste Biochar Plus Energie Production Facility gebaut wurde. Also wir können davon ausgehen, dass da jetzt überhaupt nichts mehr irgendwie nur in die Verbrennung wandert, sondern dass da alles zu Pflanzenkohle umgewandelt wird, was sinnvoll ist, Pflanzenkohle zu machen. Auch da muss man sagen, nicht alles ist sinnvoll. Gut, nächste bitte. Ja, und eine schöne Geschichte ist natürlich auch im Weinbau in Meißen in Ostdeutschland, das ja nicht unbedingt bekannt ist für seine guten Weinlagen, konnte man sehr, sehr schön auch letztendlich hier einerseits ein besseres Wachstum, eine gute Toleranz für Trockenzeiten erreichen, größere Blätter. Der Stammumfang hat sich vergrößert von den Reben, die Rankaktivität wurde besser, eben die Gesundheit auch letztendlich von den Pflanzen wurde gesteigert, was zu weniger Fäulnis bei den Trauben geführt hatte und somit natürlich auch zu einem höheren Ertrag. Und was das Allerbeste war dann, es gab auch ein höheres Mostgewicht, sodass dann letztendlich in der lokalen Presse stand, Winzer Heino macht super Wein auf Indianererde. Ja, also das war dieser Link zu der Terra Preta aus dem Amazonas. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon. Ich wollte jetzt nicht zu viel überladen. Ah, noch die Nepal-Geschichte, Entschuldigung. Kann man auch sagen, hier wurden extrem viele Feldversuche gemacht und man sieht ja einfach anhand von diesen Ertragssteigerungen, was man damit erzielen konnte. Also wenn wir über die Chancen zur Ernährung der Weltbevölkerung, die ja Zug um Zug wächst, nachdenken, kann auch dort die Pflanzenkohle einen großen Beitrag leisten, zumal wir in der Produktion eben von Low-Tech bis High-Tech-Anlagen die Kohle herstellen können, sodass sie eigentlich für alle zur Verfügung steht. Und das ist dieses Wunderbare an dieser Geschichte. Das ist kein Instrument, wo sich nur ein paar wenige Konzerne die Taschen vollstopfen, sondern das ist eine Möglichkeit, wie alle sich beteiligen können an diesem wunderbaren Prozess, das Material herzustellen oder eben einzukaufen, einzusetzen bei sich zu Hause, im Garten, im Blumentopf, wo auch immer oder vielleicht sogar im Müsli. Ja, ich denke jetzt aber, das war's. Das war die letzte Folie, gell? Ja. Schau doch mal ganz. Ja, danke für die letzte. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass ich die Zeit nicht so sehr strapaziert überzogen habe und bin gespannt, ob es ein paar Fragen gibt schon. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Professor. Super, spannend einfach schon mal. Wir haben ja schon eine Frage im Chat von der Maike Sippe. Wie sieht so eine Produktionsanlage aus? Hightech und Lowtech?
Ja, also da hätte ich jetzt auch noch ein paar Folien in petto gehabt, aber das wollen wir jetzt nicht übertreiben. Also wenn man im Netz nachguckt, dann gibt es als Low-Tech gibt es den Contiki. Da wird aber auch gezeigt, wie man letztendlich mit dem Erdloch, mit dem trichterförmigen, ganz ohne irgendwelchen Materialeinsatz Kohle machen kann. Wir müssen natürlich zugeben, bei dieser Methode haben wir auch einen gewissen Methanschlupf. Also wir wollen jetzt sicher nicht, dass jeder in seinem Garten die Kohle unbedingt selber herstellt. Das kann man machen, anstatt mit Grillkohle zu grillen, mit seinem eigenen Contiki nebenher die Kohle herstellen, dann ist das in Ordnung. Aber besser ist natürlich, dass wir letztendlich auch diese kleineren Scales dann in der Landwirtschaft bedienen. Da gibt es unterschiedlichste. Oh, ich habe vergessen, hier meinen Stöpsel reinzustecken. Akkustand ist niedrig. Jetzt bin ich wieder da. Es gibt unterschiedlichste Anlagenhersteller, die von 40 kW bis 1500 kW alles Mögliche erzeugen. Ob das jetzt stehende Meiler sind, liegende Rohre, ob es drehende Rohre sind, ob es jetzt Durchsätze sind. Da will ich jetzt auch für gar keine Anlagentechnologie Werbung machen. Bei uns in der Fachverbandsseite, da sind unsere Mitglieder, sind da aufgelistet. Da sind auch unterschiedlichste Technologien aufgelistet, eben für den kleinen Anwender, genauso wie für die großen. Ja, also da würde ich bitten, da einfach sich kundig zu machen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Besucher auf unserer Seite vom Fachverband. Cool. Wir haben jetzt noch zwei weitere Fragen. Wenn es jetzt nicht direkt inhaltlich ist zum Vortrag, dann würde ich da nochmal auf später verweisen, sonst gerne Lucia. Ja, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage aus gartenbaulicher Sicht. Und zwar haben wir im Gartenbau ja immer noch das Problem, dass da in großem Umfang Erden verwendet werden, die bis zu 90% Torf und insbesondere auch Hochmoortorf drin haben, was natürlich aus Klimaschutzgründen eine Katastrophe ist. Es werden ja seit sicher 15 Jahren mindestens torffreie Erde angeboten. Allerdings haben wir inzwischen sehr viele unterschiedliche Erden getestet und haben da immer wieder das Problem, dass einfach die Wasserhaltefähigkeit durch die Beigabe, also da werden ja verschiedene Materialien verwendet, also Kokosfasern und Ähnliches, dass die Wasserhaltefähigkeit einfach nicht befriedigend ist. Und da ja, wollte ich Sie einfach fragen, haben Sie da Versuche damit gemacht? Wäre das eine Möglichkeit? Also und natürlich. Gibt es da einfach wirklich schon Erden bei Ihnen, dass man es selber ausprobieren kann? Also bei uns natürlich im Fachverband nicht, aber wir haben natürlich Hersteller von Erdsubstraten unterschiedlichster Art, also die auch bei uns Mitglied sind im Fachverband und sich dort präsentieren, also Süddeutschland, Mitteldeutschland, Norddeutschland. Ich will jetzt keine Namen nennen, nicht, dass sich einer übergangen fühlt, das ist ja auch ganz klar. Ich bin persönlich mit keiner Firma in irgendeiner Weise verbandelt, ob das jetzt ein Anlagenhersteller oder ein Substrathersteller ist, aber ich weiß, dass die Dinger gut funktionieren und dass natürlich auch jeder so ein bisschen sein Rezept hat, ja, mit dem er die Erde so gut zum Funktionieren bringt. Sie haben ja schon gesehen, wichtig ist, dass sie eben richtig auch nährstoffbeladen ist. Und dann kann man auch gerne Strukturmaterial noch ein bisschen beimengen, aber die Kohle muss einfach auch mit dabei sein und dann ist die Wasserverhaltefähigkeit auf jeden Fall gewährleistet. Also da gibt es auch schön Literatur dazu, finden Sie auch bei uns auf der Fachverbandsseite, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Ja, also vom ganz kleinen Heftchen vom Herrn Wagner mit der Terra Amica oder eben auch von Ute Scheu, Palpko Piplo und Hans-Peter Schmidt, wie man mit Terra Preta schön gärtnert. Da kann man gut empfehlen. Und dann auf YouTube ist auch noch ein Workshop von der Sibylle Maurer-Wohlertz, auch eine Mitgliederin bei uns, weibliches Mitglied unseres Fachverbands. Entschuldigung. Man weiß wirklich schon, ja, egal. Auf jeden Fall, die hat sehr, sehr viel Praxiserfahrung gesammelt und zeigt es sehr, sehr schön. Also da müsste auf YouTube der Film noch drin sein von ihrem Vortrag. Der ist sehr lehrreich. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine letzte Frage von Sandra und dann würde ich an den zweiten Vortrag weitergehen. Hallo, ja, vielen Dank auch für den Vortrag, sehr interessant. Was mich gerade sehr interessiert, ist das Thema, wir sehen ja leider immer mehr diese abgeholzten Flächen bei uns in den Wäldern.
Und ich wüsste einfach gern, ob Sie auch schon Projekte haben, da in manchen Regionen so wieder Aufforstungsprojekte mit Pflanzenkohle zu unterstützen. Also ob es da schon aktive Beispiele für gibt. Also es gibt meines Wissens zumindest ein Projekt, wo Pflanzenkohle in der Aufforstung schon mit eingesetzt wird. Es ist allerdings in der deutschen Düngemittelverordnung nicht gestattet, Dünger in den Wald zu bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, Pflanzenkohle ist eigentlich kein Dünger, ne, sondern ein Bodenverbesserer, Bodenhilfstoff. Wenn ich natürlich Nährstoffe auflade, dann ist es ein Dünger. Man kann die Pflanzenkohle pur in den Boden bringen, dann tut die sich über die Jahre irgendwann selber aufladen mit dem, was von oben oder links oder rechts runterfällt. Aber wenn ich natürlich gleich positive Effekte haben will, und das gerade bei Jungpflanzen, dann muss es halt einfach auch eine beladene Kohle sein, also eine veredelte Kohle, sage ich immer gerne. Ja, und da sind wir natürlich als Verband immer auch in der Auseinandersetzung oder in der Weiterentwicklung mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und versuchen dort einfach auch für Verständnis, wie die Kohle funktioniert, zu werben. Da haben wir leider das Problem, dass eben die letzten 80% der wissenschaftlichen Erkenntnisse erst in den letzten 5 Jahren generiert wurden und sich der wissenschaftliche Beirat des Ministeriums gerne auf Studien von 2014 okay. oder 2015 bezieht. Und da hat man das einfach nicht verstanden. Ich habe es ja vorher gezeigt. Ja. Die Kohle ist nicht einfach schwarz und dann ist toll. Ja, und dann hauen wir sie drauf und dann wird es gut. Und das war halt am Anfang das Missverständnis. Ja. Und da wäre es natürlich toll, wenn wir da einfach noch mehr Pilotprojekte initiieren könnten, um einfach zu beweisen, dass das wirklich sehr, sehr gut wäre, natürlich. Ja. Der Wald bräuchte es. Ja, super. Vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank für die Fragen. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt weitergeben an Herrn Dr. Juninger Gestrich von der Carbon Future GmbH, um das Thema noch so ein bisschen abzurunden. Dankeschön. Dankeschön an die Organisatoren von der Klimawette. Super, dass Pflanzenkohle bei euch jetzt angekommen ist. Ich glaube, wir haben von der Susanne gehört, was für ein faszinierendes Material das ist, was es für tolles Potenzial hat, auch nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in der Anwendung. Insofern, ja, freue mich, dass wir hier dabei sein können. Andrea, magst du meine Slides zeigen oder soll ich die? Ja, genau, ich möchte jetzt teilweise eine Variation vom gleichen Lied singen und ein bisschen mehr auf den Aspekt Klimawirkung und wie wird denn aus so einer Pflanzenkohle eine tatsächliche Kohlenstoffsenke? Und da ist das Thema Überprüfbarkeit, Verifizierung zentral und dann eben das Thema Finanzierung, das war, wo die Klimawette eben auch unterstützt, ja, dass diese Aktivitäten auch vergütet werden entsprechend, ist auch wichtig, insbesondere auch, weil man da ja nicht nur Pilotprojekte, Beispiele zeigen will, sondern, und das sehen wir gleich, wir müssen das ja wirklich richtig in große Skalen bringen, damit es auch Klimawirkung hat. Und auf dem nächsten Slide sieht man ein bisschen plakativ. Wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und zusätzlich zur Emissionsreduktion. Ja, das ist immer das Erste. Immer erst Emissionen reduzieren. Senken sind keine Alternative dazu, sondern zusätzlich zur Emissionsreduktion müssen Hunderte von Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre wieder raus und dauerhaft gespeichert werden. Das ist eine Riesenaufgabe und da braucht es eben auch die kommerziellen Modelle dazu, damit wir das realisieren können. Auf dem nächsten Slide sieht man, dass sich wichtige Player in Position gebracht haben und viel versprochen haben. Klimaneutralität ist in aller Munde. Es gibt, glaube ich, bald keinen Konzern mehr, der nicht irgendwann mal was von klimaneutral gesagt hat, was uns natürlich freut. Nur nächste Slide. Ob den Menschen so klar ist, was das eigentlich bedeutet, da zweifle ich noch dran. Aber trotzdem ist es schön, dass wir diese Versprechen haben und diese selbstgesetzten Ziele. Dann haben sich nämlich die
Player, die tatsächlich auch die Verantwortung haben und auch die Mittel haben, das umzusetzen, entsprechend selber in Position gebracht. Ja. Also vielleicht auch nochmal dazu gesagt, die Kampagnen und das persönliche Engagement vom Einzelnen ist ultra wichtig und ohne das geht es nicht. Ja. Aber die, das entlässt natürlich nicht die Politik und die Firmen und Konzerne von der Verantwortung selber tatsächlich das zu realisieren. Ja. Also diese Skalen, die wir hier brauchen, da brauchen wir die Politik, da brauchen wir die Konzerne. Und das, was wir als Einzelne beitragen, das ist praktisch, das schiebt in die Richtung und gibt einen Impuls. Ja. Also wie funktioniert es? Wir haben die Emissionen heute, die muss man kennen, die muss man messen, das ist der erste Schritt. Dann muss man sie reduzieren und dann gibt es klassische Emissions-Offset-Instrumente, um übrige Emissionen noch auszugleichen. Aber um tatsächlich Richtung Netto-Null zu kommen, braucht man eben die Kohlenstoffsenken. Und auf dem nächsten Slide sehen wir ganz spannend, die Netto-Null ist nur der Anfang. Ja, wir haben von der Susanne vorher gehört, unser Budget ist ungefähr 800 Gigatonnen noch bis zum Ende des Jahrhunderts, je nach Szenario, ungefähr die gleiche Menge an CO2 muss wieder raus und nicht nur raus, sondern dauerhaft gespeichert werden. Und um das zu liefern, da sind wirklich Industrien nötig, die entstehen müssen. Und die entstehen nicht über Nacht. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich anfangen, auch mit Investitionen und mit den politischen Rahmenbedingungen. Susanne hat es vorher angesprochen, auch was bis hin zur Anwendung Düngemittelverordnung geht, den Rahmen zu schaffen, dass die entsprechenden Technologien wirklich groß werden können. Genau, nächste Slide. Kurz vielleicht noch zu den Technologien, die es gibt. Also es gibt tatsächlich skalierbare und sichere Kohlenstoffsenken. Die teilen sich in, also hier sind sechs drauf, das sind so im Wesentlichen die von der Wissenschaft und vom Weltklimarat genannt werden. Manche Übersichten zeigen noch die eine oder andere mehr, aber im Wesentlichen sind es die sechs, wo man sich einig ist. Es gibt die naturnahen, die jetzt schon verfügbar und skalierbar sind. Das sind die Susanne vorher genannt hat, kohlenstoffzentrierte Waldwirtschaft, stoffliche Nutzung von Holz, der Humusaufbau und die Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist ein bisschen ein Hybrid, weil sie ja den technischen Aspekt der Pyrolyse, der technischen Pyrolyse noch dabei hat. Und dann gibt es die ein bisschen mehr Zukunftsmusik sind, die wir auch brauchen werden, aber die noch nicht ganz ready sind. Die Pflanzenkohle ist ein bisschen am Sweet Spot, weil sie einerseits eben verfügbar ist und jetzt ohne Reue angewendet werden kann, sage ich mal. Ich sage immer No-Regret-Lösung ist es. Und andererseits, und das sehen wir auf dem nächsten Slide, mit den technischeren Lösungen gemein hat, dass sie eine dauerhafte, eine persistente Senke generieren kann. Wenn du aufs nächste Slide gehst, habe ich mal einfach, dass man es vergleichen kann. Ja, wenn man die drei naturnahen Lösungen anguckt, die alle total wichtig sind und notwendig sind und gut sind. Ja, also es jetzt geht nicht darum, die eine ist besser, die andere ist schlechter. Wir brauchen sie alle. Aber die unterscheiden sich in ihrer Charakteristik doch deutlich. Ja. Die Pflanzenkohle ist eine, wenn sie im Boden verbracht wird, eine stabile Senke. Der Humusaufbau ist was Management braucht, was adäquate Bewirtschaftung, adäquate Landwirtschaft braucht. Und um es zu quantifizieren, regelmäßige Kontrollen, dauerhafte Kontrollen, ähnlich wie auch Forschungsprojekte, die halt hier jetzt dargestellt eine Vertragslaufzeit zum Beispiel, Projektlaufzeit von 30 Jahren haben. Also man sieht, um die Senken zu klassifizieren, zu quantifizieren, muss man auch die Permanenz berücksichtigen. Es ist nicht einfach so, dass eine Tonne CO2 versenkt irgendwie gleich eine Tonne ist, sondern man muss auch gucken, wie lange bleibt sie weg. Jetzt auf dem nächsten Slide, es hat mir so gut gefallen, das hat der Daniel Krey von der Hochschule Offenburg und vom Projekt Landwirtschaft 5.0 mal so dargestellt. Also Pflanzenkohle, vorher habe ich gesagt Sweet Spot, das ist auch eine Art, wo es im Sweet Spot ist. Also man nimmt Restbiomasse, die Pflanzen haben also den Entzug vom CO2 aus der Atmosphäre gemacht für uns, ja, über die Photosynthese.
Dann kommt der Prozess der Pyrolyse, der den Kohlenstoff abbauresistent macht, die chemische Struktur so verändert, dass Mikroorganismen das nur noch ganz schwer abbauen können. Dann haben wir auch vorher gehört, die Pflanzenkohle muss aufgeladen werden, auch für die entsprechende Anwendung vorbereitet werden. Und dann kann sie der Anwendung zugeführt werden. Es gibt viele tolle Möglichkeiten, wie man Pflanzenkohle anwendet, insbesondere Bodenanwendungen, aber auch Materialanwendungen, zum Beispiel in Baumaterialien, im Beton kann man es einmischen, im Asphalt kann man es einmischen, in Bauelemente. Neulich gab es ein tolles Projekt, wo Audi Fassadenelemente, ganz, ganz schöne Fassadenelemente mit Pflanzenkohle gemacht hat. Also wird in der Anwendung die Speicherung realisiert. Ja. Also es sind immer beide Enden. Auch wenn man an eine Kohlenstoffsenke denkt, von der Definition von einer Senke, ja, da gehören zwei Sachen dazu, nämlich atmosphärischer Kohlenstoff entziehen aus der Atmosphäre und dann dauerhaft speichern. Und das Tolle bei der Pflanzenkohle ist, dass Nutzung vom Kohlenstoff und Speicherung vom Kohlenstoff miteinander Hand in Hand gehen. Ja. Das ist ein bisschen anders, wenn man Direct Air Capture zum Beispiel anschaut, da gibt es immer diese, habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen, CCS ist Carbon Capture and Store, das ist das, wovon wir von der Senke sprechen. Und dann gibt es diese CCU, Carbon Capture and Use, dann macht man zum Beispiel Biotreibstoffe oder so, E-Fuels. Und dann ist natürlich keine Senke, ist besser als fossilen Kohlenstoff verbrennen, aber es geht wieder in die Luft. Also hier Pflanzenkohle, ganz toll, Use und Store geht Hand in Hand. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie wird denn da jetzt ein Senken-Credit oder wann kann man denn davon sprechen, dass eine Klimawirkung generiert wurde, dann sieht man an dem Bild, ist das Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Ja? Da kommt erstmal die Produktion, die nachhaltige Bereitstellung der Biomasse, der kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Ja? Man kann nicht einfach Wälder abholzen, Clearcut machen und dann Pflanzenkohle draus produzieren und anwenden und sagen, das wäre gut fürs Klima. Das stimmt halt einfach nicht. Also das ist der erste Schritt. Und der zweite Teil ist eben die Dokumentation, was passiert mit der Pflanzenkohle danach. Ja, es gibt nicht nur kohlenstofferhaltende Anwendungen, sondern man kann eben auch Würstchen damit grillen und dann ist eben keine Senke. Das muss man eben auch noch machen, damit man wirklich ein Senken-Zertifikat generieren kann. Und das, wenn man aufs nächste Slide geht, das ist im Grunde der Wissensstand heute und der Aspekt der Nachverfolgung, der Endnutzung, um das vollends abzurunden und zu realisieren. Das ist das, was wir mit Carbon Future als Startup gemacht haben. Wir haben da ein Tracking-System entwickelt und tokenisieren dann die Senken und stellen sie dann Firmen zur Verfügung oder auch Privatleuten, die das als zum Klimanutzen eben unterstützen wollen. Aus der Wissenschaft, Susanne hat es vorher gesagt, in Bezug auf die Verwirrung, die bestand, insbesondere zwischen den HTC-Kohlen und der Pflanzenkohle, die Wissenschaft und der Weltklimarat haben sich inzwischen, glaube ich, zurechtgeruckelt und haben das jetzt bestätigt, dass eben die richtige Pflanzenkohle eben auch wirklich eine permanente Senke darstellt, wenn sie denn im Boden angewendet wird oder in Materialien. Und außerdem, und ich glaube, das ist, ich dachte, das wäre eine Frage zum Potenzial. Also es ist relativ klar, dass das Potenzial von Pflanzenkohle im Gigatonnenbereich liegt pro Jahr, was man realisieren kann. Und damit ist eine der großen Senkenlösungen, die wir haben, um eben hier dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und was eben das Tolle ist, es ist tatsächlich die einzige Senke, die jetzt verfügbar ist und dauerhaft. Ja? Und wenn man guckt, dass in den nächsten 10, 15 Jahren ja, der entscheidende Fortschritte beim Klimaschutz gemacht werden müssen, sieht man, dass die Pflanzenkohle jetzt dran ist und wachsen muss. Vielleicht, das EWC, hat die Susanne auch schon genannt, ist eben das wichtigste Pflanzenkohlezertifikat. Die haben hier auch eine führende Rolle übernommen, eine CO2-Bilanzierung zu machen, die eben diese ganze Lifecycle mit einschließt, von dem Biomasse-Sourcing bis zur Nutzung, also einschließlich den Transportemissionen und dann
auch dem Abbau über die Zeit. VCS, bekannter, ja, Vera VCS, ist gerade auch dabei, eine Methodik zu entwickeln, und auch ja, große Firmen, Microsoft, Shopify, haben Pflanzenkohle schon mit aufgenommen. So, jetzt letztes Slide noch kurz. Vertrauenswürdige Senken-Credits im Markt. Wir haben, ich habe es vorher gesagt, wir haben auf der Basis vom EBC-Zertifikat und unserem Nachverfolgungssystem haben wir Senken-Credits in den Markt gebracht. Die Klimawette hat jetzt auch mitgemacht und unsere Projekte mit aufgenommen. Hier sind nochmal die wesentlichen Kriterien, die wir brauchen, um glaubwürdige Carbon Credits eben bereitzustellen. Also muss tatsächlicher Klimanutzen sein, muss wissenschaftlich fundiert und quantifizierbar sein. Dauerhaftigkeit spielt eine wesentliche Rolle. Dann ganz wichtig, keine Doppelzählung. Ja? Also das Kohlenstoff, der Kohlenstoffatom, das eben vorher ein Teil vom CO2 in der Atmosphäre war und nachher im Boden ist, das kann man sich eben nur einmal anrechnen. Ja? Der kann nicht der gleichzeitig der Forstwirt und der Pyrolyseanlagenbetreiber und der Produktentwickler, der dann das Therapreta-Substrat macht, und der Bauer, der es anwendet, können nicht alle sich anrechnen, sondern es gibt es halt nur einmal. Es muss natürlich unabhängig verifiziert sein. Und dann der Punkt Vertraulichkeit und Transparenz, das ist eben ein spannender Punkt, weil wir hier nicht einfach Projekte haben, die an einem Ort stattfinden, sondern wir haben es hier mit Wertschöpfungsketten zu tun, ja, wo Leute davon leben müssen und Wirtschaftsmodelle zum Leben bringen müssen. Da muss Vertraulichkeit sichergestellt werden, und andererseits muss natürlich so transparent sein und auditierbar, dass man auch überprüfen kann, ob das alles Hand und Fuß hat. So, damit bin ich am Ende, vielleicht auf dem nächsten Slide, falls sich jemand noch Fragen hat, kommt gern auf mich zu, sicher auf die Susanne auch. Damit möchte ich gern schließen und freue mich auf Fragen, falls es welche. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich glaube, das Thema ist jetzt auf jeden Fall sehr viel deutlicher geworden und ja, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Dann würde ich an dieser Stelle mal den Raum öffnen für Diskussion und Fragen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, gerne einfach die Hand heben wieder oder in den Chat reinschreiben. Es gab eine Frage. Entschuldige, Susanne. Es gab eine Frage von der Maike Sippel, die geschrieben hatte. Achso, nee, das war ja schon die erste. Entschuldige. Ich wollte, bis irgendwelche Fragen eintrudeln, gerne noch einen kleinen Werbeblock machen, weil wir uns ganz viel Mühe gemacht haben, vom Fachverband Pflanzenkohle das Buch Cool Down zu übersetzen. Also ursprünglich der Titel Burn von Kathleen Draper und Albert Bates. Ah, der Hannes hat es schon hier liegen. Super. Mit Pflanzenkohle die Klimakrise lösen? Fragezeichen. Das ist wirklich, also es ist ein Burner. Also wenn man das gelesen hat, dann hat man tatsächlich wirklich Lust, tatsächlich auch sofort jetzt eigentlich irgendwas mit Pflanzenkohle zu machen. Ja? Und das ist eigentlich das, was wir ja auch erreichen wollen, dass hier ganz, ganz viele angesteckt werden und sagen, Mensch, ja, lasst uns das tun, was wir jetzt schon können. Ja? Weil die Klimakrise wartet ja nicht auf uns. Also vielen Dank für den Werbeblock. Wo kann man das Buch erwerben? Das gibt es beim Ökom Verlag. Ja. Man kann es aber auch bei uns vom Fachverband beziehen. Oder ich vermute, dass die einen oder anderen Pflanzenkohleanbieter das auch bei sich im Programm aufnehmen wollen, weil wir das einfach streuen müssen. Cool. Wir haben jetzt eine Frage im Chat, und zwar von der Ines. Wie viel CO2 bindet ein Stück Kohle circa? Ich zeig schnell einen Slide. Das geht auch, Susanne hat ja gesagt, ich sage, wie es berechnet wird. Also wenn die Kohle 0% Feuchte hat und man überhaupt keine Emissionen abzieht und sie hat 100% Kohlenstoffgehalt, dann sind es 3,66
also ein Faktor von 3,66 ist einfach das molare Gewicht von CO2 und C im Vergleich. Ja. Jetzt gibt es natürlich Teile in der Kohle, die nicht Kohlenstoff sind. Das ist relativ wenig. 10% haben wir hier abgezogen. Und dann muss man natürlich alles berücksichtigen, was passiert, bis von der Biomasse bis die Kohle produziert ist. Da gibt es Emissionen, die abgezogen werden müssen. Die sind nicht so groß, aber man muss natürlich berücksichtigen. Und dann kommt man am Fabriktor bei einer trockenen Kohle ungefähr, je nach Prozess und je nach Kohlenstoffgehalt und so weiter, beim Faktor von 3 an. Dann wird die Kohle noch transportiert zur Endnutzung und dann wird eine Abbaurate, wir mitteln über 100 Jahre hier, und dann kommen wir beim Faktor von zwischen 2,4 und 2,9, hier in dem Beispiel ist es auf 2,6. Und dann war noch, wie hoch liegen die Kosten für eine Tonne CO2-Speicherung aktuell? Und das ist natürlich eine meiner Lieblingsfragen. Wenn man jetzt einen Credit kaufen will für eine Tonne bei uns, dann zahlt man 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Das deckt natürlich nicht die Kosten von der Produktion und von der Pflanzenkohle insgesamt. Also eine Tonne Pflanzenkohle kostet eher Richtung 1000 Euro. Da gibt es natürlich auch deutliche Unterschiede. Aber der größte Teil von den Kosten wird durch den Anwendungsnutzen getragen. Und den wir dem CO2-Nutzen zuordnen, der liegt eben in dem Bereich. Genau, also so. Und sind Preissenkungen zu erwarten? Da gibt es, also in die Zukunft gucken ist schwierig. Es gibt natürlich Economies of Scale, aber wir haben vorher auch gesehen natürlich, dass den CO2-Nutzen zu beanspruchen, dass sich da kaufkräftige Player ins Spiel gebracht haben. Also wir erwarten einen Angebotsengpass auch. Let's see. Also die Susanne war dabei, als wir den Preis uns überlegt haben. Ja, das ist praktisch, wir haben ausgedacht, was ist denn der angemessene Preis dafür? Und kamen damit mit 100 Euro. Damals waren noch im Markt 20 Euro. Und die Leute haben uns ausgelacht. Ja. Und der Preis von 100 Euro scheint sich zu bestätigen jetzt. Uns gibt eben Druck nach, also Economies of Scale, das ein bisschen runterdrückt und dann insgesamt, naja, wenn man Uber anguckt, Folgekosten von CO2-Emissionen Richtung 200 Euro gibt es in verschiedene Richtungen. Okay. Vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage. Warum wird Pflanzenkohle als Dünger noch nicht so proaktiv eingesetzt bzw. beworben? Ja, da würde ich vielleicht kurz drauf antworten. Und zwar, ich hatte ja erwähnt, dass die Pflanzenkohleforschung am Anfang noch ein bisschen wenig erfolgreich lief in den ersten 4, 5 Jahren. Aber auf diesen Forschungen wurde dann ein Businessmodell ausgerechnet, nicht nur aus diesen Forschungsgrundlagen, sondern auch unsere momentan geltende Düngemittelverordnung schreibt vor, dass wir ausschließlich Stammholz einsetzen dürfen, um Pflanzenkohle herzustellen, zu karbonisieren und dann quasi diese Holzkohle in den Boden einbringen dürfen. Die Düngemittelverordnung interessiert sich dabei nicht, wo die Kohle herkommt, wo das Holz herkommt oder eben diese ganzen Dinge, die ich vorher beim EBC aufgezeigt habe, die über diese Zertifizierung letztendlich angefragt werden. Und wenn ich natürlich mit so einem Holz kalkuliere, dann wird auch die Produktion der Pflanzenkohle sehr, sehr teuer. Ja. Und wenn ich dann einfach auch noch die Kaskadennutzung außer Acht lasse und diese gesamtgesellschaftlichen Benefits, die wir generieren, auch nicht mit einrechne, dann haben die schnell gesagt, ach, ist zu teuer und bringt nichts. Ja. Und wenn ich die Pflanzenkohle natürlich hier bei uns in gerade an der Stelle mit sehr humusreichen Böden einbringe, dann sind natürlich die Wachstumsraten an für sich auch nicht der große Punkt, ja, wenn man die guten Böden nimmt. Wenn wir bei den Sandböden sind, sieht die Sache anders aus. Aber die ganzen Nebeneffekte, auch unser gut
Unterboden, der leidet, wenn es nicht mehr regnet. Ja? Da haben wir diese Wasserhaltekapazitäten nicht mit eingerechnet zum Beispiel. Dann auch die Pflanzengesundheit, die gesteigert wird, dass wir weniger Pestizide brauchen, würde auch nicht mit berücksichtigt. Und dass wir insgesamt weniger Dünger brauchen, in dieser Kostenbetrachtung auch nicht. Es liegt der Verdacht nahe, dass hier nicht so genau hingeguckt wurde auf die Vorteile, weil vielleicht der eine oder andere, der mehr Einfluss hat und mehr große Ohren findet in den Ministerien, da nicht abgebildet wurde. Das ist jetzt, könnte man sich denken, ja, dass das der Grund ist. Und von daher sind wir jetzt bemüht, diese frohe Botschaft ins Land zu tragen, so viele Menschen wie möglich davon zu informieren, was jetzt schon möglich ist und wo wir alle davon gesamtgesellschaftlich davon profitieren können. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Georg Smolka. Welche Arten von Restbiomasse eignen sich für die Herstellung von Pflanzenkohle und wo fallen diese zum Beispiel in Deutschland an? Ja, also darf ich auch, Hannes, oder? Ja. Die Restbiomassen sind vor allem die trockenen, die ein bisschen Struktur halten, faserhaltiges Material. Das kann auch letztendlich, je nachdem, wie ich die Pflanzenkohle hinterher einsetzen will, sogar auch Straßenbegleitgrün sein. Wo wir momentan gerade schon Untersuchungen gemacht haben oder gerade ein Projekt betreuen, das ist über von den Siebüberläufen von der Kompostierungsanlage. Das sind unglaubliche Mengen, die da zur Verfügung standen, die momentan in die Monoverbrennung laufen. Die dürfen wir laut Düngemittelverordnung nicht einsetzen, obwohl das eben diese größeren Holzstücke sind, die abgesiebt werden müssen nach der Kompostierung. Die sind ideal. Die haben ein bisschen mineralische Anhaftung. Da ist der Kohlenstoffanteil hinterher nicht mehr so hoch. Also da sind wir nicht bei diesen 90%. Da sind wir eher bei 60%. Das macht aber dem Boden überhaupt nichts aus, weil das Restliche, was an Aschen und Mineralien dann da dran ist an der Kohle, das ist alles, was der Boden gut brauchen kann. Also da sind keine Schadstoffe, nichts dabei. Wir betreuen gerade so ein Projekt von einer Stadt, wo der Leiter der Abfallwirtschaft sagt, jawohl, ich finde Pflanzenkohle klasse, ich will das haben und wir nehmen auch unsere Siebüberläufe hin. Und so wie es jetzt aussieht, werden wir mit der Novellierung der europäischen Düngemittelverordnung, die in 2022 greifen wird, wird sich auch das BMEL kaum mehr wehren können, sich diesem anzupassen, sodass wir davon ausgehen können, dass auch diese Massen dann im Boden rein dürfen. Ja. Und da wären dann unglaublich viele Abfallwirtschaftsbetriebe extrem dankbar, weil sie momentan für die Entsorgung auch sogar Geld zahlen müssen, ja, in der Monoverbrennung. Also das ist sogar ein Business Case, also nicht nur ein Klimacase, sondern auch ein Business Case. Sehr spannend. Katharina Steinert schreibt doch, wenn ich das richtig verstanden habe, wird bisher die Pflanzenkohle überwiegend in den Boden gegeben. Wie weit ist die Anwendung in Futtermitteln, beziehungsweise wann kann es dort sicher und breit angewendet werden? Also, ich mache mal kurz, also es gibt eine EBC-Zertifikatsklasse für Futterkohle. Und die kann sicher angewendet werden. Da sind die Grenzwerte besonders streng natürlich, logisch. Kann sicher angewendet werden und wird auch ziemlich breit angewendet. Also das ist einer der größten Anwendungsfelder, vielleicht zurzeit zusammen mit den Stadtbaumsubstraten, wo große Mengen reingehen. Aber Futterkohle wird sehr erfolgreich und im großen Stil eingesetzt. Cool, dann haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es Pflanzenkohle auch im Baumarkt für den Privatgebrauch? Also es gibt tatsächlich den einen oder anderen Substrathersteller, der jetzt einen Deal gemacht hat mit zum Beispiel von einer, weiß ich es, die haben mit dem Dehner Gartencenter zusammengearbeitet und gesagt, ja, seit wir das hier anbieten, geht das echt durch die Decke. Die haben letztes Wochenende 100 Bestellungen gehabt, also an einem Tag. Ja, und das ist also echt richtig viel.
Und so soll es ja auch weitergehen, weil genau das ist es ja. Wir wollen diese Produkte, die ohne Torf auskommen, da haben wir ja den Dreifacheffekt, ja. Also meistens Transportkosten gespart, die Moore dürfen sowas wie Moore bleiben, der Torf bleibt im Boden drinne und der Boden freut sich auch noch dazu. Also Win-Win-Win. Win-Win-Situation. Ja, cool, dann nehmen wir das doch als Stichwort. Dann würde ich die Diskussion an dieser Stelle schließen. Vielen Dank, liebe ZuschauerInnen, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank für die zahlreichen Fragen und die rege Teilnahme. Vor allem aber natürlich vielen Dank an Sie, Frau Dr. Weser und Herr Dr. Junginger-Gestrich, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben und Ihr Wissen mit uns heute geteilt haben. Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, jetzt mehr über das Thema zu erfahren. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wer jetzt gleich irgendwie das Interesse gepackt hat, der kann gerne auf unsere Webseite klimawette.de vorbeischauen und kann dort jetzt auch gleich für das Projekt Pflanzenkohle spenden. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie mitbetten, und wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. Schönen Abend für Sie noch. Ja, danke schön. Darf ich auch noch hinten anfügen, ja, für diese wunderbare Organisation und dass wir hier dabei sein dürften. Ganz schönen Abend miteinander noch. Tschüss. Schließ mich an. Tschüss. Danke, wiederhören.